So, willkommen zu der nächsten Folge Modmania mit Oberschnecke und dem Eisenprinz. Wo ist der Girlfriend hin? Hinter dir. Oh, Hier. süß. Schon mit einem schicken blutroten Schwert, ne? Was wollen die hier? Hast du schon anmoderiert? Ja, habe ich. Und als ich gefragt habe mit dem Eisenprinzen und du gesagt hast, du gar nichts gesagt hast. Ja, hallo Leute. Okay, also. Die Folge hat vor einer Minute angefangen und wir Macht nix. quatschen nur rum. We Im waste Grund. the time. Genau, wie immer unsere Folgen. Wenn das wer guckt, wenn es ein View gibt, wenn es ein View gibt, müssen wir das feiern. Ich glaube nicht, dass es ein View geben wird. Liegt's nicht drauf an. Also, was war mein Ziel? Ach so, erstmal wollte ich an Weizen kommen. Meine Farm, wovon man den Namen richtig schreiben sollte. Wer weiß, was ich meine. Ja? Vor kurzem war ich auf Hier einem. ist irgendeine schwarze Guffe. Ah ja, das ist ja Öl. Vor kurzem war ich auf einem deutschen Minecraft-Server. Guckt dann in den Handelschat und da möchte jemand was verkaufen, schreibt aber ein Doppel-E. Und da war nur geschrieben, das ist nicht der richtige Platz hier, um das hier zu verkaufen. Ne? Stimmt. Wo Stimmt. ging es eigentlich in deine Höhle? In welche Höhle? Nein, lieber Girlfriend. Mit dir wollte ich eigentlich gerade nichts machen, aber. So, wie gesagt, während des Modpacks bin ich zu diesen Mods ziemlich neu. Ich Ach, viele Mods kennst du doch auch schon von früheren weiß Experimenten. jetzt nicht, wo wir, was wir machen können wollen. Aber auf jeden Fall interessiert mich erstmal diese Insel. Was auch immer das ist, mir wurde von jemandem, der nicht Eisen im Blut, sondern Eisen im Namen hat, gesagt, dass das mit irgendwelchen Slimes zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die sind. Oh. Wir sind Hühner. Aber ich kann ja mal gucken. Au. Ich kann hier mal runterfallen. Eigentlich wollte ich sagen, ich kann mal gucken, was da oben los ist. So. Wo ist eigentlich noch mal die Mine, wo der Dungeon war? Die Mine, wo der Dungeon war. Nachher, hast du da noch irgendwas übersehen, was wertvoll ist und Ich dann habe alles vergisst? Wertvolle übersehen. Oder denkst du etwa, ich nehme wertvolle Sachen mit? Ich leuchte die Höhle mal aus. Nicht, dass wenn wir später mit Monstern spielen, die böse Überraschung haben. Ne? Und hier sind noch meine Aluminiumbeeren in der Truhe. Die hatte ich daher vorhin zurückgelassen. Ne? So. Dann. Stecken wir uns hier mal ein bisschen rüber und versuchen dabei möglichst Nicht Platz zu holen. runterzufallen. Okay, was sind das hier für. Was ist das? Pinker Slime? Nee. Congealed Purple Slime. Und was ist das? Wasser. Oder? Ja. Ja, Wasser. Slimy Grass. Brown Shimmering Mush Oh, das ist Bloom. lustig, man kann hier. Oberschnecke? Wow, ja. Brown Shimmering Mushroom. Und ein Girlfriend, der mit mir durch die Höhle läuft. Lapis. Wie hoch kann man hier springen? Oder wie ein gewisser deutscher YouTuber sagen würde, Lapis Baluli. Ich habe von den Deutschen schon in letzter Zeit nicht viel geguckt. Oh, nett. Ding, ding. Was kann ich mit dem Slime machen?
Amethyste kann man auch schon mit einer Steinspitzhacke mitnehmen. Mhm. Lustig. Ich habe ja auf meinem schlechten Monitor das Aufnahmeprogramm, dass ich sehe, was ich aufnehme. Und mir ist gerade aufgefallen, dieser Purple Slime sieht auf meinem Monitor eher pink aus. Red and Trollblock. Red and Trollblock, oder wie ich es nenne, Erfahrungsfarbe. Mhm. So, wie kommen wir hier jetzt wieder runter? Hätte ich einen Eimer mit Wasser, würden wir wissen, wie man runterkommt. Auf der Seite der Insel ist unten Wasser. Schaffe ich es, da reinzuspringen? Wolken. Johnny's Map. Das sind, weiß nicht. Eisenbiologisch. Soll ich jetzt runterspringen? Wehe, wenn ich auf die Insel treffe. Nein, klatsch. Lustig wär's gewesen, wenn du jetzt genau auf diese Insel, ja, oder genau auf dem Block. Ja. Ich hätte das. Ich meine, sogenannte Water MLGs sind lustig, aber sie sind verdammt nochmal nicht massentauglich, weil du eine Chance hast, dass es daneben liegt. Ja, in echt macht man das auch. Man springt den tiefsten Berg hinunter und hat plötzlich einen Wassereimer dabei, der einen eigentlich beim Fall noch beschleunigen sollte. Und dann platziert man sie unter sich. Wow, da sieht man, wie unlogisch Minecraft ist. Aber das macht Minecraft ja so gut, ne? Aber ich hatte jetzt keinen Eimer dabei und wenn, dann hätte ich... Was ist das? Oh, was ist das für... Hier war eben... Was war das? Eichhörnchen? Nee, was ist das? Zertus-Kreuzerz. Harvestable, yes. Noch mehr Zertus-Kreuz. Was ist das für ein Tier? Im E-System, ich komme. Was ist das Tier? Für ein Tier? Das. Ups, was ist da? Biber oder was soll das sein? Ich muss mal draufklicken, muss mal das. Ich komme da jetzt nicht dran, das läuft mir zu schnell. Oh. Also. Das ist wie ein zu guter Rechner, er läuft. Ja. Es soll ja Leute geben, die sich 32 GB Arbeitsspeicher kaufen, nur um Minecraft zu spielen. Ja. Aber reichen eigentlich 4 GB vollkommen. 4, am besten 8. 4 reichen. Oder 8. Selbst mit ein paar Mods reichen 4 GB Arbeitsspeicher. Ja, also die meisten Spiele brauchen 8. Also wenn man 16 hat, reicht das Masse. Noch schlimmer ist, wenn man einen falschen Arbeitsspeicher kauft. So, ich gehe dann mal hier zu meiner Farm und merke, dass immer nichts gewachsen ist. Steinkiste. Ja, du bist nur ein Stein, oder? Das ist eine Erfahrungsquelle. Ich bin Level 38, wo bist du? Mhm. 21. Shocking. Was hast du gerade für ein Achievement bekommen? Geladener Zertus-Quarz-Kristall. Sehen aus wie normale Zertus-Quarz-Erze, sind aber andere. Was. Ja, wenn du ein ME-System möchtest, brauchst du Zertus-Quarz bzw. Fluid-Quarz. Wenn du das nicht hast, kannst du dem ME-System AD sagen, es sei denn, du findest jemanden, der das Ganze dir gibt. Aber ich nehme mal an, dass du ein ME-System haben möchtest, oder? Mal gucken. Ich meine... Was meint ihr, Zuschauer? Sollte Oberschnecke sich die Mühe machen und ein ME-System bauen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Salzerz. Aus Osborn. Nett.
Ich hätte jetzt fast das eingegeben. Aber nein, das gibt es nicht. Ja, und dann drücke ich I zum Eingeben und er schreibt ein I. Also, ich habe mir den Pocket Computer genommen und probiere den erstmal aus. Erstmal soll er aus. Ach so, ja, das ist, war ja der Advanced, der ist in Farbe. Also kann der uns, zeigt er uns in Farbe an, was ist. Ich habe so lange nicht in Lua programmiert. Ich weiß nicht mal, ob die Klammern haben oder nicht. Hat Lua die Dingens am Ende der Zeile? Ich glaube nicht. Fires aus Immersive Engineering? Nee. Steuerung, okay, safe. Ich hätte jetzt Escape Doppelpunkt WQ geschrieben. Expected, too close, at line 2. Also. Bauxiterz. Oberschnecke? Ja. Kennst du Bauxit? Nee. Das ist so ein Erz von Immersive Engineering. Okay. Wie man sieht, mache ich gerade nichts, sondern ist das Spiel gerade abgestürzt? Nein, das Spiel läuft noch, wie also ich meine, wie raus man sehen kann. Ja, du hast das Spiel verlassen. Also ja. Ich weiß nicht, wie man hier oder wie auch immer das in Lua ist. Genau. Ich hatte einen Taschenrechner, den man in Lua programmieren konnte. Und da habe ich dann. Was war das für ein Viech? Egal. Und da habe ich dann. Tic-Tac-Toe für programmiert. Sehr lustbares Herz. Ja, das funktioniert jetzt. Und jetzt muss ich nur noch das mit den Variablen hinkriegen. Ich will zum Ausprobieren erstmal nur ein Programm schreiben, was irgendwas anzeigt. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. So, das geht schon mal. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, wie wir in Lua hochzählen können. Okay, ich habe gelernt, Lua nutzt keine Klammern. Also die hier gehört da nicht hin. Aber dafür nutzt es vorne vor, sind das Tapsen oder Leerzeichen? Könnte beides sein. Save Exit. Do expected. While do und end braucht
Das auch. Also. Ja, von Smoniert. Ich habe jetzt für den Pocket Computer mit dem Apfel drauf eine Variable erstellt. Während die kleiner als 10 ist und die ist 0, schreibe ich Hello und dann die Zahl. Und zähle dann die Variable ein hoch. Eigentlich ganz praktisch. Ah, wer kommt da? Ich bin so frei und nutze mal den Durchgang. Was machst du? Danke! Mach gefälligst die Tür hinter dir zu. Ja. Das machst du auch bei mir hier nie. Oh Mann. Also, in der Folge habe ich jetzt was Sinnloses an dem Computer programmiert. Warte, ich könnte ja einen Turtle machen und mit der dann meinen... Frage. Hast du Leder? Genau, ich habe für dich Leder besorgt, aber nicht viel. Ich habe erstmal 4 Stück und nicht viel Steck. Ich könnte dir das aber geben. Möchtest du 4 Stück, nicht 4 Steck Leder? 4 Steck möchte ich auch, aber erstmal 4 Stück und nicht 4 Steck. Okay, hier sind 1, 2, 3, 4. Mein Schatz! Mann, Schatz. Ich habe ja was versprochen. Mhm. Du hast mir eine Anzahlung gegeben, bleib da stehen. Ich habe ein Schwert, 10 Attack Damage. Muss erstmal mit Mobility 1300. Ich könnte mit dem Schwert. Ups, Entschuldigung. Ich möchte nur einmal ausprobieren, ob ich dich so treffe. Guck mal, da treffe ich dich, aber es ist außerhalb. Ups, also treffe ich dich nicht, oder? Habe ich dich getroffen? Dreh dich nochmal. Kommst du darauf, dass du mich getroffen hast? Dreh dich nochmal. Also in echt mache ich das auch. Ich versuche auf größtmögliche Distanz jemanden mit dem Schwert zu schlagen. Ja, nein, ich habe gerade mein Schwert nicht in der Hand. Aber wenn man mal guckt, du guckst aus der Hitbox raus. Also dafür, dass du mich mit dem Schwert getroffen hast, schuldest du mir in dir. Ich habe dich übrigens nicht mit deinem Schwert getroffen. Ich dann hast du mich mit der Hand. Ja, das mache ich auch in echt. Dong. Oh. Du willst mich jetzt in echt schlagen? Nein. Bleib draußen. Das war... Sagt der, der den Durchgang gemacht hat. Hier. Keine Sorge. Da. Was wollte ich dir geben? Ich wollte dir noch irgendwas geben. Was Nettes. Was nicht ganz so schlimm ist. Du hast dich doch über zu wenig Truhen beschwert. Ich schenke dir einen. Oh, danke. Eine Truhe. Ja, du hast eine Stalkerin. Ey, was machst du? Warum läufst du über meinen Garten? Raus aus meinem Garten! Du machst die Pflanzen kaputt! Raus hier! So. War die wohl doch zu blumig, ne? Oder wolltest du nicht verschossen werden? Oh nein, hast du dir jetzt einen Bogen gegeben, nein, dass doch die einen nicht. Noch nicht! Beschossen, noch nicht! Verschossen, nein! Nicht wieder die! Hey, Oberschenkel, zum Verschossen werden, da kommst du früh genug noch drauf. Beschossen, meinst du? Ach, beschossen, verschossen, beschossen werden. Du meinst beschossen? Nee, man wird beschossen, indem man verschossen werden und abgeschossen wird. Und nun war das ein Zungenbrecher. Nein. Doch. Und zwar ein ganz übler Zungenbrecher. Und zwar nicht übel, weil er einem wirklich die Zunge bricht, sondern weil er so manchen Leuten den Verstand bricht. Verstehst du mich? Mhm. Versteht ihr Zuschauer mich? Mit dem Witz. Ja. So, ich habe vorhin hier Kühe gesehen und laufe jetzt gegen einen Baum. Und ich habe mir gedacht, die Kühe könnten kommen. Ist die Frage, ob die... Du bist keine Kuh, du musst hier weg. Mhm.
So. Genau dann, wenn man was sucht, findet man das nicht. Auf der Journeys Map hat es mir nämlich aufgezeichnet, dass in der Richtung, also wo ich jetzt weglaufe, Kühe rumstanden. Kriegt man eigentlich von den Apfelkühen auch Leder, wenn man sie umbringt? Ja, Leder, Fleisch und Äpfel. Sehr Vitamin C-haltiges Fleisch im Übrigen. Macht Sinn, ne? Also bekommt man eigentlich doppelt Fleisch. Einmal das rote Fleisch und das Apfelfleisch. Wobei Wow. Äpfel eigentlich auch rot sind, oder? Also ja. Oh Mann. Oh, hier sind diese Gefäße. Oh, hier hat ganz viele Eier gelegt, die keiner eingesammelt hat. Oh. Das habe ich natürlich eben sofort geändert, ne? Ich finde blöd, dass es in dieser Version noch keine Offhand gibt. Ich meine, wer braucht schon eine Offhand? Ich komme auch Ich gut habe ohne nur zurecht. 58 FPS. Also ich nehme das Video eh nur mit, 30 auf. Aber trotzdem, 58 FPS. Oh, eben hatte ich 61. Aber damit kann man doch nicht spielen. Das ist doch zu wenig. Leider kann mein Monitor auch nur 60. Dann kauft ihr einen besseren. Ja, dann mit 144, aber ist das nicht irgendwann übertrieben? Ach, es gibt doch nicht sowas wie übertreiben. Wer meint, man kann übertreiben? Na, der hat es aber im wahrsten Sinne des Wortes übertrieben. Hoho. Oh, ein Smaragd. So, ich habe jetzt mehrere Viecher, die hinter mir her springen. Und hoffentlich gleich eine Kuh mehr. So, jetzt ist die Frage, wie ich jetzt am besten nach Hause komme, ohne dass mir wer von denen verloren geht. Das ist interessant. Folgen, in denen jemand mit Kühen durch die Minecraft-Welt läuft. Es gibt eine Sache, die ist noch interessant. Folgen, in denen jemand Ameisen ärgert und die Nester klaut. Okay. Ich glaube, ich laufe jetzt in Richtung Ich glaube, bei Dschungel. mir ist es gerade etwas interessanter. Tja. Ich hätte jetzt gesagt, guckt alle die Folge von Eisen, aber der nimmt ja gerade nicht Aktuell noch nicht auf. auf. Hallo, ihr Kühe, lauft doch weiter. She's sneaky girlfriends, ne? Und noch sneakere Poppies. Kettensägengeräusche, hörst du das auch? Kettensägen. Ja, lieber. Okay. Sü, sü. Hallo, Kuh, lauf, lauf, lauf. Lauf in dein Leben. Tötet den Biber. Warum macht der Biberfrosch Die Sounds? sind, die Biber sind vom Team No Trees. Ja. Und ich bin irgendwie auch vom Team. Naja, Minimum Trees. Ich sage nicht No Trees, weil No Trees irgendwie ein Copyright Strike wäre, oder? Weil irgendwer anders hat ja schon No Trees erfunden, oder? Naja. Eigentlich auch wurscht. Ja, also diese nicht Trees, sondern Chaos lungern da hinten rum, anstatt mitzukommen. Hey, ihr Kühe. Lauf auch mal mit. So, und eine habe ich da hinten noch gesehen. Da waren es nur noch drei. Was ist schon dabei? Krüge. Wenn ich ganz viele Krüge abbaue, bin ich dann ein Krüger? Weizen. Du kriegst den zwar nicht, aber den gibt's hier. Vielleicht hätte ich irgendwie Leinen besorgen sollen. So, jetzt weiß ich noch nicht, an welcher Stelle es nach Hause geht. Mist. Warum renne ich immer mit vollem Leben durch die Welt? Und Ja. dann
das gerade nicht in Richtung meiner Bar ist. Also, hier sind die Kühe und die Schafe, die hier hinter mir her mähen. Hast du schon eine Enchanted Golden Apple gekauft? Wenn ja, dann würde ich dir empfehlen. Wenn ja, dann würde ich dir empfehlen, dass du davon mal eventuell was Meatblock anpasst und entsprechend dafür sorgst, dass wir dauerhaft von Golden Apple uns ernähren können, besonders auf gewissen Servern. Kommen die übers Wasser? Ja. Die Kühe. Ja. Aber unter Umständen nicht an Land. Ey, Kuh, lauf nicht weg. Hey, Schaf, lauf nicht weg. Weiß ich fast den Weg zu meinem Haus nicht mehr. Wer hat da den Kobbeltower gezogen? Warte. Ich sehe keinen Kobbeltower. Wo soll denn bitte schön ein Kobbeltower sein? Frag ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Da steht nicht etwa direkt neben unserer Base ein total hässlicher Kobbeltower. Nein! Das kann nicht sein! Warum sind hier so viele Schafe? Wo? Hat Dolly Nachwuchs gekriegt? Suchst du die, die ich hier gerade mit mir rumschleppe, oder welche meinst du? Sowas suche ich. Oh, die Kühe sind schön. Meine. Ja, nimm die. Und die Kühe da hinten laufen nicht mit. Ja. Hallo, ihr Kühe, lauft mit. So, ich hoffe, ich habe jetzt wieder alle Schäfchen beisammen. Man kann die hier irgendwo hinlaufen. Eisen, bist du gerade in der Nähe? Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen. Ich suche selbst nochmal nach Kühen. Nimm die Kühe aber trotzdem mal mit, damit wir eine dauerhafte Nahrungsquelle haben, wenn wir später höher schalten. Ja. Also. Hallo Kuh. Was? Ich versuche die irgendwie zur Basis zu bringen. Und die letzte Kuh dreht sich immer um. So, und wenn wir die Kühe. Ich sehe auch noch eine Apple Cow. Das war wohl ein X. Weil ich sage X. Adieu. Neue Hut oder so? Ach, X. So. So, ich hoffe, die Viecher kommen hier jetzt mit, ohne dass ich hier reinfalle. Extreme Torch.
Was ist denn bitte schön das, was da Ohrspawn Extreme Torch. Naja, vielleicht bringt sie im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel. So, ich habe jetzt 4 Kühe und 2 Schafe. Und ein Schaf ist hier immer noch. Und mäht hier rum. Ja, stimmt. So, dann kommt hier noch eine Fackel zu. Und dann habe ich keinen Dirt mehr. So, damit habe ich die Kühe. Und kann dann den Kühen Weizen geben. Aber ich befürchte, das werde ich erst in der nächsten Folge machen. Denn die Folge ist jetzt zu Ende, oder nicht? Auf jeden Fall, ich hab dir jetzt vor dein Haus gesetzt anstatt vor mein. Oberstufe? Wir können noch 5 Minuten, glaube ich, machen. Komm, die dritte echte Folge, also die erste Folge war ja nur so, der Start. Also nichts nennen, nichts ganz so nennenswertes. Aber ja, ich würde sagen, als Special, dass die dritte echte Folge ist, machen wir noch 5 Minuten. Machen wir noch 3 Minuten. Okay. Was, oder? Und in 3 Minuten moderiere ich danach, oder? Wie bitte? In 3 Minuten moderiere ich danach, oder? Also machen wir noch 3 Minuten voll. Und leider kein Leder für mich. Und leider kein Leder für dich. Mist. Aber das Leder wird es in der nächsten Folge geben. Also, sorry für das Mu. Ich parke die hier nur mal kurz. Was sind das für Falter, die hier rumfliegen? Motten. Alter Falter. Was ist denn das Wort? Du hast die Motte auf den Kopf getroffen. Ich hab die Motte auf den Kopf getroffen. Was ist das für große Motten? Oh mein Gott, was hast du für große Motten? Damit ich dich besser einmotten kann. Oh mein Gott, was hast du für große Welten? Damit du dich besser verlaufen kannst. Ja. Oh mein Gott. Was hast du für eine große Community? Damit du dir wie ein kleines Licht vorkommst. Oder? Also, das wird jetzt der Crew-Transportgang. Also. Also würde ich sagen, kill ich noch 2 Apple Cards. Nicht meine. Und noch 2. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal, wenn euch Videos von der Art gefallen, beziehungsweise wenn euch der Typ, der das Video gemacht hat, gefällt. Und für mehr Folgen, lasst auch Kommentare da, die uns dementsprechend Feedback geben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mal sagen, tschüss Leute, oder? Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Video. Ich stelle mich hier wieder ins Trocken. Achso, es regnet gar nicht. Und ihr habt das Schild gelesen. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss. Eigentlich hatte ich gesagt, ich mache offscreen nichts, aber diese eine Apple-Kauf gehe ich noch offscreen. Synchronisiert alle.
Es tun mir wieder meine Hände weh, wie am Anfang von jeder Aufnahme. Ein Glück, dass ich nicht klatschen muss. Sonst denkt man nachher noch, es klatscht. Papa.